Hallo meine Lieben, ja, ich freue mich, dass ihr hierher gefunden habt. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Jetzt gerade schneit es sehr, sehr stark vor meiner Haustür. Und genau, ich hoffe, ihr kommt alle sicher an heute, egal wo ihr hin müsst, wenn es auch bei euch richtig glatt ist und verschneit. Genau. Okay, aber jetzt machen wir erstmal eine Botschaft für genau jetzt. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. So, wir nehmen zuallererst zwei Orakelkarten. Also einmal haben wir hier Observer, das heißt der Beobachter. Also irgendetwas sollst du hier nochmal beobachten, auf die Details schauen und lass uns noch ein indisches Orakel nehmen. Da haben wir sogar drei Karten bekommen. Einmal die Wanderwelt, das heißt, hier stehen große Veränderungen an. Es geht vor allem um dein Potenzial und hier auch das Mitgefühl. Ja, also hier primär geht es vor allem um dich selbst, das Mitgefühl natürlich für andere Menschen, aber auch für dich selbst. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt vor allem darum geht, dass du nochmal genau auf dein Potenzial schauen sollst, um das weiter auszubauen, weil hier einfach eine große Veränderung auch stattfinden möchte in deinem Leben, in Bezug so, dass dein Potenzial ja auch mehr gelebt werden kann. Ja, vielleicht hast du schon länger etwas in dir rumschlummern und ja, jetzt soll das hier vielleicht dein Jahr sein, 2024, um dieses Potenzial wirklich auszureifen, etwas daraus zu machen und vor allem auch, damit andere Menschen zu inspirieren mit deiner Gabe, die du in dir trägst. Lass uns mal mit dem Tarot schauen. Wir haben hier einmal die 9 der Münzen. Wir nehmen jetzt 6 Karten, die wir auch noch mal klären, weil wir dann immer auch noch mal tiefere Bedeutungen bekommen. Wir haben den Narr, wir haben den Magier, sehr viel Gelb, Farbe Gelb, das heißt wirklich hohe Energiekarten. Lass uns noch 3 andere Karten nehmen. Oh, wir haben die 6 der Stäbe, bis jetzt super Karten. Oh, das Ass der Münzen. Also hier ganz, ganz tolle Karten für dich. So, noch eine Karte. Und der Hierophant. Ja, sehr schön. Lass uns jetzt trotzdem nochmal die Karten abklären. Genau, auf die 9 der Münzen. Hier geht es um einen König, ja. Also das heißt, hier ist auch eine männliche Person in dieser Botschaft mit inbegriffen. Und dieser König hat schon irgendwie ein Auge auf dich geworfen, ja. Vielleicht sieht er auch dieses ganze Potenzial, was in dir steckt. Ne? Es kann tatsächlich sein bei vielen von euch, dass du einem Menschen begegnen wirst, der dich eben vor allem auch auf dein Potenzial hinweist, dich nochmal daran erinnert und dir auch dieses Gefühl gibt, dass du einfach auch eine Bereicherung bist für ganz, ganz viele Menschen oder auch sein kannst, ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Potenzial, wenn du das jetzt in dir entfachst oder ne, freilässt, das auch wirklich lebst, dass das auch finanziell sehr bergauf gehen kann, jupser, kann für dich hier, ne? Auch weil wir sehr viel Münzenergie haben. Und ja, dann haben wir hier den Narr mit den 7 der Münzen. Und natürlich ist das alles ein Reifeprozess. Es geht jetzt vor allem darum, vor allem das ausfindig zu machen, was nicht zu deinem Potenzial gehört oder das unterstreicht. Ja, das heißt, der Narr macht sich auch von schwerem Gepäck frei, vielleicht aber auch von negativen Glaubenssätzen, so dass du vielleicht das Gefühl hast, du schaffst das nicht. Warum solltest du gerade mit deinem Potenzial, wenn du was daraus machen möchtest, Geld verdienen? Ja, aber da geht es tatsächlich darum, nochmal sich anzuschauen, wenn du jetzt eventuelle Blockaden hast, dass du dich nochmal davon befreist. Denn mach dir immer wieder bewusst, was du heute siehst, das erntest du morgen. Und die 7 der Münzen ist auch eine typische Erntekarte. Das heißt, versuche wirklich heute die Wahl auch für dich zu treffen, dass du jetzt deinen Weg einschlägst, deinen Herzensweg gehst. Ja, weil wenn wir den Herzensweg oder den Seelenweg nicht gehen, wird es sowieso früher oder später irgendwelche Beschwerden geben, sei es psychisch oder auch auf körperlicher Ebene. Und genau, deshalb ist es unheimlich wichtig. Wir haben hier die 5 der Kelche auf dem Magier. Da hat nämlich noch eine Karte. Ja, und vielleicht war es bisher bei dir so, dass du in einer anderen Situation etwas gehofft hattest, dir gewünscht hast, was vielleicht nicht so gekommen ist, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, aber hier ist dir angeraten,
selbst wenn es jetzt eine Enttäuschung wäre oder ist zurzeit, dass du einmal den Blickwinkel änderst und dir die guten Sachen rauspickst, die dir diese Erfahrung gegeben hat. Ja, dass du wirklich diesen Lerneffekt rausnimmst und auch vor allem siehst, dass dich vielleicht auch Enttäuschungen einen Schritt weiter auf deinen Seelenweg gebracht haben. Das ist unheimlich wichtig. Genau, weil ich sehe hier einfach eine Enttäuschung liegen, aber diese Enttäuschung kann jetzt wirklich auch eine Chance sein, einen Schritt oder 100 Schritte weiterzukommen, wenn man den Blickwinkel versucht zu verändern und das Gute darin zu sehen. Ja, lass uns mal auf die 6 der Stäbe schauen. Wir haben hier einmal den Page der Kelche und ich würde noch gerne eine Karte nehmen. Ja, und hier ist dir angeraten, deshalb hier auch diese Observer-Beobachter-Karte, weil es kann wirklich auch nochmal sein, dass du getestet wirst. Ne? Das heißt, diese Enttäuschung, die hier liegt, kann wirklich sein, dass es nochmal auf deinen Weg kommt. Ne? Das zum Beispiel, es war schon immer wieder eine Dauerschleife gewesen, du wurdest immer wieder enttäuscht und hast aber irgendwie immer noch so diesen Wunsch, oder diese Hoffnung, dass sich das noch ins Gute, sag ich mal, entwickelt. Aber hier ist angezeigt, dass du wirklich auf die Zeichen achten sollst. Ja, vor allem auch auf deinen Körper, weil ich sehe hier auch, dass die Gefahr besteht, dass du die Dinge nicht klar vielleicht auch sehen kannst, weil du vielleicht schon zu sehr da drin verwickelt warst oder bist, ja. Und hier ist wirklich nochmal angezeigt, dir nochmal diese Situation aus der Vogelperspektive zu betrachten und dich nicht mehr mit halben Sachen zufrieden zu geben. Das habe ich hier ganz, ganz klar sehen, auch wenn vielleicht dieser Wunsch da ist, aber dass du einfach dieses Mindset bekommst, dass du für dich das Allerbeste wünschst und vor allem auch schaust, dass dieser Mensch wirklich auch dein Potenzial unterstützt und vor allem auch dich wachsen sehen möchte, ne? Weil das ist auch essentiell, damit du eben auf deinem Seelenweg weiterkommst. Also das spielt alles auch nochmal eine Rolle. Und ich habe aber dennoch auch das Gefühl, dass da oben eine männliche Person ist, entweder du kennst diese schon oder du wirst ihr jetzt bald begegnen, die dich oder die dir hilft und dich dabei unterstützt, auf den richtigen Weg zu kommen und deine inneren Stärken und das Licht in dir zu erkennen und vor allem dann auch wirklich zu einem großen Leuchtfeuer zu machen. Ja, deshalb bitte nochmal schauen. Genau, dann auf das Ass der Münzen. Wir haben hier die 2 der Stäbe. Lass uns noch eine Karte nehmen. Upsa. Und wir haben den Tod bzw. die Wiedergeburt. Das finde ich sehr, sehr interessant, weil das Orakel möchte dir sagen, dass wo du jetzt bist, wo du jetzt drinne steckst, ja, und du merkst, es geht dir nicht gut dabei oder du leidest da vielleicht eine längere Zeit drunter, ist dir hier in dem Orakel angezeigt, dass diese Chance, die auf dich wartet, in einer ganz anderen Richtung liegt. Also nicht da, wo du jetzt in deiner Komfortzone steckst, auch wenn man sich da drinne sicher und vertraut fühlt, aber dennoch irgendwie merkt, hier komme ich nicht weiter, passiert hier etwas ganz, ganz Tolles, wenn du in die eigene Transformation gehst und wirklich aus dieser Komfortzone raustrittst, weil da etwas ganz Großes auf dich wartet, was natürlich Verbindlichkeiten sein können, es können aber auch tatsächlich dieser finanzielle Reichtum sein, der auf dich wartet, wenn du jetzt zu deinem Potenzial stehst und das auch wirklich lebst und dich nicht mehr aufhalten lässt von entweder toxischen Menschen oder Menschen, die dich nicht wachsen sehen wollen und die dich eher verunsichern. Deshalb war ganz, ganz wichtig, nochmal bitte auf die Details schauen. So, dann haben wir den Hierophant. Denn das wird dir hier den Sieg bringen schlussendlich, ja. Das wird dir hier deine Seelenfamilie auf deinen Weg bringen, die gleichen Interessen haben, die auch, sag ich mal, auf der gleichen Frequenz sind, ja. Es wird hier auch wirklich, sag ich mal, Verbindlichkeiten geben, sei es auf beruflicher Ebene, Berufung oder auch ja mit Verbindungen grundsätzlich. Und das habe ich hier liegen, das wird hier einen großen Sprung für dich angezeigt oder geben, dass das schlussendlich für dich zum Erfolg führen wird, wenn du jetzt nochmal wirklich alles in deinem Leben beobachtest. Du kannst dir ja auch wirklich mal so ein Lebensrad machen, dass du die Lebensbereiche mal von 1 bis 10 bewertest und alles, was unter
7 ist, dass du da wirklich auch nochmal eine aktive Veränderung und Entscheidungen triffst, was man da verändern kann. Und wenn es auch bedeutet, manche Menschen loszulassen, wo du vielleicht sehr viel reingehofft hast, aber schlussendlich du immer wieder enttäuscht worden bist, ja? Hab immer das Vertrauen, dass nach einem Ende immer etwas Besseres auf dich wartet, wenn du deinem Herzen folgst. Dann lass uns noch eine Abschlusskarte, ein Krafttier für dich ziehen. Da haben wir zwei Karten bekommen. Wir haben einmal die Antilope, es geht voran für dich. Und wir haben die Schildkröte. Langsam kommt man auch ans Ziel. Also hab Vertrauen, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, dass es schnell geht. Ja, weil, wie gesagt, wir können auch manchmal zwei Schritte zurückfallen, bevor wir dann wieder 5 Schritte nach vorne gehen. Und deshalb ist hier auch wichtig, den Blickwinkel zu ändern, um wirklich auch das Gute aus einer Enttäuschung rauszuziehen. Und hab immer das Vertrauen, es geht für dich voran. Aber wichtig ist eben, dass du entscheidest, in welche Richtung geht es für dich voran. Folgst du deiner Seele oder möchtest du nochmal eine Wiederholungsschleife machen, ja, wo vielleicht immer wieder Verletzungen stattgefunden haben. Deshalb entscheide es und mach auf jeden Fall die Augen offen für eine männliche Person, weil ich habe das Gefühl, er wird wichtige Botschaften für dich haben und dir mitteilen, sei es durch Worte oder durch Zeichen, ja, aber achte da wirklich auch da auf die Details, genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo. Dann macht's gut, tschüss!